Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei Charles Fleischhauer Geheimnisvolle Geschichte. Heute, ihr seht es wieder, mit einem Gast. Ich habe Christian Köhlert eingeladen. Christian ist nicht nur Autor eines sehr interessanten Buches mit dem Namen Die Phönix-Hypothese, über das wir uns heute unterhalten wollen, sondern Christian ist auch eigentlich ein Urgestein, könnte man sagen, in der alternativen Medienszene. Und für alle, die dich trotzdem noch nicht kennen, Christian, sei doch so lieb, stell dich mal kurz vor, dass man weiß, wo man dich unter den Aluhutträgern einzuordnen hat, sozusagen. Ja, ich bin jemand aus der Generation Erwachen noch von 9/11. Das war mein Aufwachmoment. Und mit diesem Thema und die Konfrontation mit den Anomalien dort, da steigt man ganz schnell in ganz viele andere Themen ein und viele Bücher dann gelesen. Und die Beschäftigung war während meines Studiums dann schon so intensiv, dass ich schon den Wunsch hatte, irgendwie auch in die alternative Medienszene einzusteigen. Und das war für mich damals Secret TV. Das war noch vor der Zeit, wo man mit YouTube Geld verdienen konnte. Und das war so ein Pay-TV-Online-Channel von Jan van Helsing gegründet. Und die haben schon auf sehr hohem Niveau Produktionen gemacht. Robert Stein habe ich zum Beispiel damals da mit hineingeholt als Moderator. Da hat er so seine Anfänge gemacht. Und da war ich für ein paar Jahre, hatte auch Kollaborationen zum Beispiel mit Project Camelot. Das war so ein internationales Netzwerk, die schon sehr tief in die vielen Verschwörungsthemen eingestiegen sind, viele Whistleblower hatten. Und für David Icke habe ich DVDs produziert. Also ich hatte ein weites Spektrum von Themen, mit denen ich damals schon konfrontiert wurde. Und ich habe mich dann so ein wenig aus dieser Szene zurückgezogen, war aber über Jahre immer noch ein Beobachter des allgemeinen Geschehens und wie das eben auch in den alternativen Medien wahrgenommen wird. Und habe eben dementsprechend immer noch ganz gute Connection zu vielen Individuen, die auch heute da noch aufscheinen. Ja, nee, super. Ich finde es ja auch spannend, dein Lebenslauf, dass du eben halt schon vor Jahren sehr in unserer Szene aktiv gewesen bist. Secret TV ist wirklich für die Urgesteine eigentlich ein Name. Da wurde ja eine Pionierarbeit in vielen Bereichen geleistet. Auf die vieles, was heute so bei YouTube boomt, irgendwo, finde ich, ein Stück weit mit aufbaut. Insofern finde ich es schön, dass du jetzt mit einem interessanten Thema sozusagen zurück auf der Bühne bist und nach wie vor aktiv bist. Ja, also es geht heute um dein Buch, Die Phönix-Hypothese. Ich werde es mal in die Kamera halten und ganz schamlose Werbung machen. Das ist beim Osiris Verlag jetzt erschienen. Und ich werde es unten auch in der Videobeschreibung alles verlinken, wo ihr das herbekommt. Das Buch ist interessant. Es ist eigentlich, könnte man sagen, auch eine Art Kompendium vieler so Theorien aus der Truther- oder Alternativbewegung, die du irgendwie zusammenführst und auf einen eigenen gemeinsamen Nenner bringst. Und der ist eben diese Phönix-Hypothese. Und vielleicht steigen wir mal ein. Was verstehst du eigentlich darunter? Was soll das sein, die Phönix-Hypothese? Also die Phönix-Hypothese kombiniert eigentlich zwei Theorien, die in der alternativen Szene jetzt nicht neu sind, aber die meines Erachtens speziell in Betrachtung so der letzten Ereignisse seit 2020 wenig Aufmerksamkeit bekommen haben oder unterrepräsentiert sind, weil sie auch sehr kontrovers sind, ja, weil sie nicht mit jedermanns Paradigma wirklich sofort korrespondieren. Ja. Und da wäre zum einen das Theorem, dass das, was wir auf der Weltbühne sehen, die Auffälligkeiten, die Konflikte, die Krisen und die sich so aus meiner Wahrnehmung so verstecken hinter Inkompetenz und Inkompetenz von den Politmarionetten, ja, dass das eigentlich nur sozusagen das Cover ist, um dahinter eine allumfassende Agenda zu verbergen. Und dass das Netzwerk, was letztendlich die Welt steuert, wesentlich komplexer ist und wo, sagen wir mal, so die üblichen Verdächtigen wie das Weltwirtschaftsforum,
Bilderberger, Trilaterale Kommission, Council on Foreign Relations, dass das im Grunde eigentlich nur das mittlere Management ist. Dass es da noch Netzwerke darüber gibt, die eigentlich global die Ereignisse steuern. Dass selbst so diametral gegenüberliegende Ideologien oder Gesellschaftssysteme oder geopolitische Gegner eigentlich nur so eine Art Puppentheater aufführen, nach dem Motto, ja, das ist so ein altes Prinzip, Problem, Reaction, Solution, auch oftmals so mit der hegelischen Dialektik kombiniert, also dass man über These und Antithese, also über links und rechts oder über zwei diametrale Punkte steuert, um eine Synthese, also um seine Agenda zu synthetisieren. So, und das ist schon mal der eine Punkt, der, sagen wir mal, sehr kontrovers ist, weil viele doch recht emotional investiert sind in die eine oder andere Richtung und sagen, ja, Mensch, der Putin hat doch recht, aber eigentlich ist auch der Aggressor, das sagen dann die anderen, nur mal als Beispiel auf der geopolitischen Ebene. Das kann man natürlich auch runterbrechen auf, sagen wir mal, die politische Landschaft in Deutschland, ja, und dass da immer diese Spaltung ist, links gegen rechts oder zwei eben. Und ich behaupte eben, und das ist eben etwas, was, sagen wir mal, Leute wie David Icke oder Jordan Maxwell schon versucht haben zu darzulegen, dass es da eigentlich eine übergeordnete Agenda gibt. So, da wird es natürlich sehr kompliziert, weil dann Fragen auftauchen, ja, wer soll das sein? Sind das denn überhaupt noch Menschen? Könnten das Außerirdische sein? Interdimensionale Wesen, spirituelle Wesen? Ist da vielleicht eine AI aus einer höheren Dimension, die da ihre... So weit will ich gar nicht gehen. Ich habe da zwar auch meine Präferenzen, was ich da vermute, aber... Da kombiniere ich eben diese erste sehr kontroverse Einstellung, die ich habe, oder Sichtweise, die sich aus meiner Zeit als, ja, als Truther sozusagen entwickelt hat, mit diesem anderen Aspekt. Der zweite Aspekt ist ebenfalls einer, der wenig diskutiert wird, zumindest nicht im deutschen Raum. Und das, da geht es um diese kataklystischen Reset-Zyklen, die sozusagen von vielen gesehen werden aus unterschiedlichen Richtungen. Ja, das kann man in der Geologie sehen oder das kann man aber auch in der Beschäftigung mit alten Hochkulturen, kann man da auf gewisse Stolpersteine treffen, die, wo man sagt, okay, ups, was ist das? So, und wenn man das beides miteinander kombiniert, dann sagt man, okay, wenn es so eine Art übergeordnete Agenda gibt, dann möchte ich behaupten, dass die zum großen Teil dadurch bestimmt wird, dass wir eben auf einen weiteren Zyklus hinlaufen, so einen transformativen Zyklus, der nicht das Ende der Welt ist, weil der offensichtlich schon oft vorgekommen ist, aber zumindest mal sowas wie so ein Hochkulturkiller ist. Und das, sagen wir mal, das System, was im Hintergrund um diese Zusammenhänge weiß, sozusagen so klammheimlich Vorbereitung trifft auf dieses Event und dass die Dinge, die wir auf der kollektiven Bühne sehen, sozusagen dadurch bestimmt werden. Ja, das finde ich. Das ist jetzt grob. Ja, finde ich interessant. Ich meine natürlich, die näheren Details findet man dann in deinem Buch. Aber du hast es schön dargestellt, eigentlich diese zwei Säulen, aus denen sich dein Theorem, deine Hypothese zusammensetzt. Zum einen, dass wir man muss es dann ja schon so nennen, so eine Art New World Order Elite haben, die das globale Geschehen steuert, ohne die jetzt näher benennen zu wollen, weil natürlich das sind Dunkelmächte, die können wir nicht klar identifizieren, nicht eindeutig, wir können es nicht beweisen, wir können es aber erahnen oder beziehungsweise die Indizien, die darauf hindeuten, dass so eine Elite existiert, die sind aus meiner Sicht, wie soll ich das sagen, überwältigend, also es sind unheimlich viele, also mir ist schon klar, dass die Akteure, die wir jetzt beim Weltwirtschaftsforum sehen, sicherlich, wie du es gesagt hast, eine Art mittleres Management darstellen. Und die Frage ist, wer ist dann dahinter? Dann kommen wir vielleicht zu Adelshäusern, zu Bankendynastien, zu altem Geld, aber auch da bleibt die Frage, wer ist denn unter diesen Leuten dann nochmal die Elite in der Elite und wer ist vielleicht darüber und was für mit was für geistigen Inhalten beschäftigen die sich vielleicht schon lange? Ja, damit meine ich jetzt nicht nur Ideologien, sondern
geistige Praktiken, ja, also früher hatte auch jedes Königshaus seinen Hofalchemisten und Astrologen und es gab Priesterkönigtum und Priesterkasten, also vielleicht haben solche Kreise auch ein geistiges Wissen, was sie nutzen zum Erhalt ihrer Macht, zur Vermehrung ihrer Macht. Das ist natürlich spekulativ, aber für mich macht das Sinn, ich könnte mir das so gut vorstellen. Und das würde natürlich auch ein Wissen auch aus meiner Sicht einschließen um kosmische Zyklen. Und da gibt es ja verschiedene. Ne? Also fangen wir bei der Astrologie an, wo wir die ganzen Planetenzyklen haben, die man auch in seinem individuellen Leben spüren kann. Aber es gibt natürlich auch diese noch größeren Zyklen, wo dann eben diese apokalyptischen Ereignisse oder Kataklysmen irgendwie stattfinden. Also grundsätzlich finde ich das einen interessanten Ansatz. Es ist natürlich alles sehr hypothetisch, weil man schon sich sehr in der Wolke der Vermutungen damit aufhält. Aber ich finde es absolut lohnenswert, sich mit solchen Ideen mal auseinanderzusetzen und sie als Gedankenspiel auch so durchzuspielen. Und was mich jetzt nochmal sehr interessieren würde, hast du Ideen dazu oder bist du in deinen Forschungen darauf gestoßen, was das vielleicht für Kataklysmen konkret sein könnten? Oder was uns vielleicht am wahrscheinlichsten bevorsteht, was diese Eliten eventuell auch schon wissen. Ja, also du hast völlig recht. Es wird natürlich ab bestimmten Ebene, gerade wenn man sich die Frage stellt, wie dieses Netzwerk aufgebaut ist, dieser, nennst du es jetzt Dunkelmächte, da wird es halt unscharf wie in der Quantenphysik quasi. Ja, so. Und da lassen sich Dinge nur noch schwer objektivieren. Aber man kann schon, sagen wir mal, in der Unschärfe eine gewisse Ordnung erkennen. Aber zu deiner Frage, was ich da sehe, da sollte ich vielleicht schon so ein Stück weit in meinen eigenen Prozess einsteigen, weil tatsächlich bin ich nach meinem Erwachen als völlig Ahnungsloser, der noch an das Mainstream-Narrativ weitestgehend geglaubt hat, ja, nach 9/11 dann in verschiedenste Themen reingestolpert. Das erste Thema, womit ich quasi indirekt konfrontiert wurde mit diesen Zyklen, das war ein Buch von Jan van Helsing, Der Dritte Weltkrieg. Und das war eigentlich ein Buch über die Seherschauung. Also wir gehen hier in Präkognition. Das war erstmal etwas, was ich natürlich auch erstmal nicht glauben konnte, dass da Menschen in der Lage sind, über den Zeithorizont hinwegzuschauen. Okay, aber die Beweislage, die der Autor da gebracht hatte, damals in diesem Buch, die hatte mich erstmal überzeugt, dass tatsächlich große Ereignisse von Ersten, Zweiten Weltkrieg, auch der Mauerfall, dass die schon sehr gut beschrieben wurden von einigen europäischen Sehern. Und der Autor, der hatte das Buch 99 geschrieben, 1999, ja. Und der hat gesagt, naja, wir sind eigentlich, dass bis zu diesem Punkt haben die Leute das alles beschrieben. Und der nächste große Punkt, den viele beschrieben haben, muss irgendeine Art kriegerisches Ereignis sein, wo Cruise Missiles auf Hochhäuser an der Ostküste Amerikas losgelassen werden, so dass Hochhäuser zusammenfallen. Und da ist mir natürlich, als ich das gelesen habe, ist mir natürlich das warm und kalt den Rücken lang runtergelaufen, weil aus seiner Perspektive war der 11. September ja noch nicht passiert. Und der war ja auch als Schockereignis noch recht frisch bei mir. Und zu sehen, wie konkret der 11. September als kollektives Ereignis, also was zumindest sich in der kollektiven Psyche doch recht stark manifestiert hat, wie das 99 bereits sozusagen analysiert wurde. Und das hat dem Ganzen natürlich mehr Glaubwürdigkeit gegeben. Ich sage mal, 2002, als ich das Buch in der Hand hielt, da war die Eskalation mit Russland noch meilenweit davon entfernt, wo wir da heute stehen. Ja, und das Thema war eben, dass eben auch ein kriegerischer Konflikt auf deutschem Boden oder in Europa zwischen Russland und den Westmächten gesehen wurde. Aber was danach beschrieben wird oder eigentlich unmittelbar, dass sozusagen der Dritte Weltkrieg, so wie er beschrieben wird, eigentlich nur ein ganz kurzes Ereignis ist, was unterbrochen wird durch sogenannte kataklysmische Ereignisse. Und viele, die sich heutzutage mit diesen sehr
dieser ganzen SEA-Thematik beschäftigen, die gucken erstmal, oh, der Dritte Weltkrieg. Okay, das ist ja nicht mehr ganz von der Hand zu weisen, dass da eine gewisse Eskalationsstufe gibt. Aber die meisten blenden komplett aus, dass danach eigentlich so ein kataklysmisches Ereignis beschrieben wird, was auch im Detail eben beschreibt, dass es da zu großen Überflutungen kommt, dass es da zu seismischen Aktivitäten weltweit kommt, dass das Ganze kulminiert in 3 Tagen Dunkelheit, dass danach eine neue Klimazone in Europa herrscht, also speziell in Deutschland. Also das sind so die Symptome, die beschrieben werden. Und schon der Autor hatte sich damals natürlich dazu gewissen Interpretationen hinreißen lassen. Und das, was da letztendlich beschrieben wird, nennt man in der Geologie eine Erdmantelverschiebung. So, und das ist wiederum auch das Theorem, auf das viele gestoßen sind, die sich zum Beispiel Graham Hancock, aber auch in Anteilen sogar schon Erich von Däniken. Ich sage nicht, dass diese Leute in allen Punkten recht haben, dass ich ihnen mit ihrer Ancient Alien Theorie hundertprozentig recht gebe. Ich schließe sie auch nicht aus. Aber was diese Autoren beschrieben haben, ist letztendlich, dass sie wirklich gute Indizien dafür gefunden haben, dass es Hochkulturen gab, die ein extrem hohes Wissen hatten und die dann urplötzlich verschwunden sind. Und da haben sich eben die Autoren auch schon gefragt, was könnten diese Dinge sein? Und ich denke, das muss man jetzt auch nicht großartig argumentieren, dass die große Pyramide etwas ist, was wir bis heute nicht reproduzieren können. Ja, also die Präzision und wenn man tiefer schaut, da gibt es eine sehr gute Dokumentation, das Geheimnis der Pyramide. Gibt es auch ein Buch dazu, aber die Dokumentation ist sehr gut visualisiert, wie diese alten Kulturen offensichtlich auch das Wissen um diese Zyklen hatten und sie mathematisch, geometrisch in die Architektur hineinkodiert haben. Und dass eine Hochkultur mit demselben mathematischen Verständnis das auch extrahieren kann, dieses Wissen. Also man kommt an ganz vielen Ecken eben auch über die Präkognition, was natürlich für viele ein abenteuerliches Thema ist, die, sagen wir mal, in einem sehr kartesianischen, vierdimensionalen Paradigma leben, jetzt erstmal ein No-Go-Thema ist. Aber man kann auch über wesentlich konkretere Aspekte daran kommen. Und ja, also deine Frage noch zu konkretisieren, ja, ich sehe da schon gewisse Ereignisse, die, das Ganze ist auch mit der Sonne akut assoziiert, wenn man in die wissenschaftlichen Thesen hineinschaut. Und allein die Tatsache, dass so eine koronale Masseauswurf, wie der zuletzt dokumentiert wurde mit dem Carrington-Ereignis, ja, definitiv auch für unsere moderne Kultur mit Hochtechnologie und natürlich schon allein das, da müssen wir gar nicht den Erdmantelverschiebung als Theorem zulassen. Allein das könnte schon etwas sein, was global zu einem Reset führen würde. Ja, und wir wissen, Herausforderungen, die man als System, wenn man die Macht hat, hat man auch die Verantwortung. Und da kann man nicht unbedingt, da sagt man vielleicht nicht unbedingt, ich lasse es drauf ankommen, sondern ich sage, hey, in jeder Katastrophe steckt vielleicht auch eine Chance. Ich weiß um diese Katastrophe und ich nutze sie als Katalysator, um da Tabula Rasa zu machen und meine neue Weltordnung aus der Asche, ja, der alten Welt auferstehen zu lassen, und zwar mit einem kontrollierten Aufbau. Und letzte Antwort, Phönix, warum Phönix-Hypothese? Weil wenn man in die antiken Schriften hineinschaut, dann findet man natürlich auch jede Menge Hinweise auf diesen Zyklus. Und in der Antike wurde dieser Zyklus mit dem Phönix assoziiert. Daher auch Phönix-Hypothese. Also das ist mal ein grober Überblick. Da gibt es verschiedene Modelle aus der Wissenschaft. Wie gesagt, die Vorherschauungen der Seher, das deckt sich nicht alles hundertprozentig, aber es gibt da einen sehr, sehr großen Kern an Überlappungen. Und wenn man dann auch noch internationale Prophetie, auch die Hopi-Indianer hinzunimmt, wenn man auch noch Whistleblower hinzunimmt, ja, die zu diesem Thema über die Jahre immer wieder Aussagen getroffen haben, natürlich auch mit Vorsicht zu genießen, solche Whistleblower-Aussagen, dann ergibt sich da doch für mich ein recht kohärentes Bild. Und dass diese Zyklen anstehen, dass wir das vielleicht in den nächsten 10, 20 Jahren erleben könnten,
und dass eine Elite darum weiß und da ganz konkret Maßnahmen ergreift, Was von hinten rum sich vorzubereiten. siehst du denn, wenn man jetzt die politischen Ereignisse der letzten Jahre, vielleicht auch seit 9/11 betrachtet, ich weiß nicht, wie weit man da zurückgehen muss, aus Sicht deines Theorems, was siehst du denn als konkrete Maßnahmen dieser Eliten, um sich darauf vorzubereiten oder um dieses Programm des geplanten Wiederaufbaus oder erstmal Niedergangs durchzuführen? Ja, also nach meiner Recherche, die nicht unbedingt vollständig sein muss, aber da gehe ich davon aus, dass gewisse sehr elitäre oder okkulte Kreise, ja, Geheimgesellschaften, aber ja auch so Gruppen wie aus dem Vatikan herum, die schon dieses Wissen aus der antiken Welt geheim gehalten haben und für sich sozusagen versucht haben, zu behalten. Aber in der Wissenschaft würde ich sagen, dass es evident ist, dass zum Beispiel die US-Regierung so in den 50er Jahren, zwischen 40er und 50er Jahren über das Projekt Nanook, da ging es eigentlich primär offiziell darum, Nord- und Südpol zu kartografieren. Das habe ich das richtig gesagt. Und spätestens da wissen Sie, dass diese kataklysmischen Zyklen Realität sind. Ich würde sagen, dass sie erst in den 90er Jahren, also die Wissenschaftselite, wirklich Evidenz dafür hatte, dass das der nächste Zyklus zeitnah ansteht, also in den nächsten 40, 50 Jahren. Und ich würde sagen, dass der Auftakt tatsächlich für die Vorbereitung der Welt mit dem 11. September begann. Und der 11. September, wie alle Aktionen, die da eigentlich laufen, das ist nicht nur eindimensional, das ist nur einem Ziel dienen. Natürlich war der 11. September natürlich auch der Katalysator da geostrategisch oder da gewisse Länder zu überfallen, gewisse Werte rauszuholen und eine allgemeine Situation der Verunsicherung, der Ablenkung zu schaffen. Aber natürlich war der 11. September auch ein Riesengeldraub. Ja, das fing damit an, eben, dass da am Tag zuvor, ich habe da so Beispiele aufgeführt, die sind unvollständig, aber die geben einen guten Überblick und ich habe Ja, jetzt mal bring die die mal, weil populärsten. also einige unserer Zuschauer sind auch jünger und haben die Ereignisse rund um den 11. September nicht so bewusst vielleicht miterlebt, wie das jetzt bei uns der Fall ist. Also kannst du gern mal aufführen, was da noch so an Ungereimtheiten war. Also allein der 11. September, die Put Options. Ja, also, dass da irgendwer im Vorfeld wusste, welche Fluglinien und so weiter natürlich massiv an der Börse einkrachen würden aufgrund der Ereignisse. Und da kann man Put Options machen, darauf wetten, dass Kurse fallen. So, und da gab es massive Put Options. Da wurde massiv Geld gemacht, allein über das Wissen, dass dort der 11. September passiert. Zweitens ist es so, dass massiv Gold unter dem World Trade Center Komplex gelagert hat, das hat man nie gefunden. Man hat nur noch so einen letzten LKW gefunden, der es offensichtlich nicht geschafft hat, dort rauszufahren. Aber da ist massiv Gold verschwunden, was dort eingelagert wurde. Die Links findet man übrigens alle auf meiner Webseite. Blenden wir alles ein, ist unten in der Videobeschreibung die Webseite. Sehr gut. Nur dass man da wenigstens die Argumente, die kann ich, da muss man jetzt nicht das Buch kaufen. Ja, also die ganz wesentlichen Sachen habe ich da schon zusammengefasst. Aber selbst diese riesigen Goldvorkommen, die da abgeschöpft wurden und nie wiedergefunden wurden, das ist im Grunde noch Peanuts, wenn man darüber nachdenkt, dass am 10. September Donald Rumsfeld damals in der Position als Verteidigungsminister vor der Presse eingestehen musste, dass man 2,3 Billionen, also er sprach von englischen Trillions, das ist 10 hoch 12, 2,3 mal 10 hoch 12, das ist also eine ganze Menge Geld, was aus diesen Verteidigungsbudgets nicht mehr lokalisiert werden konnte, wo das hingeflossen ist, wo das Geld hin ist. Und das ist, ja, da hätte man, ich habe das mal ausgerechnet, ich glaube 6.000 oder 7.000 Dollar
an jeden Amerikaner auszahlen können, wenn man das Geld gefunden hätte. Und er hat gesagt, ja, wir haben da Experten, die gehen da die Spreadsheets, also es war nicht digital, sondern es war tatsächlich noch ein Papier, die gehen diese Spreadsheets schon durch und versuchen diese 2,3 Billionen ausfindig zu machen. Und das wurde alles verfrachtet ins Pentagon. Und ausgerechnet da, wo das lagerte, da schlug dann nächsten Tag, also vermeintlich ein Flugzeug ein. Ja, und da kann man gerne an Zufall glauben. Man hätte auch das Büro von Donald Rumsfeld treffen können, aber nein, man fliegt ausgerechnet dort rein, wo es gab auch, glaube ich, nicht viele Tote. Ja, jeder Tod ist zu viel, aber ja, da gab es vielleicht 5, 6 Tote und das waren meistens Leute, die genau in dem Bereich gearbeitet haben. So, die Beweise waren verschwunden, die 2,3 Billionen waren verschwunden und das ist jetzt letztendlich Geld zu kreieren und in schwarze Konten zu verfrachten, wäre, wenn ich mich empathisch in das System hineinversetze, das klingt jetzt schon mal pervers, aber wenn ich in der Position bin zu wissen, dass es da so einen zyklischen Reset gibt und meine Aufgabe ist Art herauszufinden, was beinhaltet das alles, welche wissenschaftlichen Theorien gibt es und wenn ich da, sagen wir mal, etwas einkreise und sage, okay, das ist das Szenario, was uns erwartet, was können wir machen? Was können wir dagegen machen, um, sagen wir mal, dass es nicht wieder so eine Art Reset wird, wo unsere Hochkultur und technologische Errungenschaften alles dem geopfert wird und wir es nicht schaffen, einen kontrollierten Reset hinzukriegen und alles in so eine Art Mad Max-Szenario sich erstmal für ein paar Jahre verwandelt oder Jahrzehnte. Ja, dann fragt man mich, okay, was können wir da tun? Und das Erste, was ich sagen würde, ich weiß zwar noch nicht, was wir machen, aber wir brauchen auf jeden Fall jede Menge Kohle. Das ist der erste Punkt. Ja, und es ging ja auch noch weiter. Der 11. September wurde ja nicht nur benutzt, um, sagen wir mal, mit der Koalition der Willigen in Irak erstmal einzuwandern, sondern nee, das war erstmal kam Afghanistan. Ja, Irak, da konnte man ja auch noch einige Sachen rausholen. Aber Afghanistan fragt man sich ja, was? Aber was natürlich auffällig ist, ist in Afghanistan, dass unter den Taliban der Drogenanbau quasi auf null unterreduziert wurde. Die hatten ja tatsächlich, die Taliban hatten ja ein Abkommen mit der UN, was Drogenanbau, und die haben da durchgegriffen, sagen wir mal so. Und kurz nach dem Einmarsch ist natürlich, kam dann wieder kurze Zeit später 90% des Opiums weltweit, also Heroin und solche Dinge. Das kam halt wieder alles aus Afghanistan. Wenn man genauer hinschaut, ist es nicht nur direkt in die Taschen der Taliban gewandert, sondern da ist dann auch die Brüder von Herrn Karzai, den damaligen Ministerpräsidenten, ist das die richtige Bezeichnung von Afghanistan, die waren da ganz wild mit verstrickt und Washington Post und so weiter haben da auch wilde Anschuldigungen gemacht aufgrund von Basis von hochrangigen Whistleblowern, dass eben auch drei Buchstabenorganisationen der Amerikaner verwickelt waren, da eben massiv das Zeug rauszuschaffen, teilweise sogar in den Särgen der gefallenen Soldaten. So lautet die Story, wenn man da tiefer gräbt. So, und was man da sehen kann, ist eigentlich, dass dort über Jahre hinweg ein Riesenanbaugebiet für ein Top-Absatzprodukt übernommen wurde mit Leuten, die für Mindestlohn arbeiten. Und damit konnte man natürlich auch jede Menge Geld in schwarze Kanäle umschütten. Ja, mich würde jetzt mal interessieren, ich finde diese Analyse total zutreffend. Mir war das auch vorher bewusst, also dass die Taliban hatten diesen Opiumanbau in Afghanistan unterbunden und seit die Amerikaner da waren, blühte der wieder. Jetzt sind die Taliban ja erneut an der Macht. Die Amerikaner ja vermeintlich irgendwie geschlagen oder wie als getretener Hund da raus. Ich glaube ja eher, die haben sich geeinigt und haben die Taliban gekauft. Und es wäre jetzt interessant zu beobachten, ob die Taliban jetzt ihrer eigentlichen Ideologie folgend erneut den Opiumanbau runterfahren oder ob sie, oh Wunder, diesmal jetzt, wo sie an der Macht sein dürfen, da gar nichts machen. Das vermute ich nämlich, aber das werden die nächsten Jahre zeigen. Aber das ist so ein Punkt, da muss man mal hinschauen, weil das ist viel offenlegen, was da eigentlich so läuft hinter den Kulissen. Ich kann das auch nicht beweisen, aber ich gehe auch davon aus, dass man sagt, hey, wir müssen das Theater nicht weitermachen. Ihr wisst, wo ihr das Geld hinzuüberweisen habt und wir lassen euch in Ruhe. Macht da euren Gottesstaat.
würde uns freuen, wenn ihr an gewissen Grenzen da noch ein bisschen Trubel macht mit den Waffen, die wir euch überlassen haben. Also da gibt es bestimmt eine Einigung, da gehe ich auch davon aus. Denke ich auch. Wie ordnest du denn innerhalb deiner Phoenix-Hypothese diese Ereignisse der letzten 3 Jahre ein? Das Wort mit C werde ich jetzt hier wegen dem Algorithmus nicht direkt aussprechen. Alle wissen ja, was gemeint ist. Das war ja, also ein globales Ereignis dagegen ist ja 9/11 wirklich noch eine kleine Nummer gewesen. Also was ja die letzten 3 Jahre abging. Welche Rolle spielt das aus deiner Sicht innerhalb dieses noch größeren Spiels? Ja, vielleicht sollte man da noch ein bisschen chronologischer vorgehen. Also ich habe jetzt einen Punkt angesprochen, womit alles anfängt, das ist Geld. Okay, gehen wir mal davon aus, dass wenn man jetzt sowieso so Freunde wie die Rothschilds oder andere Bankendynastien oder die Fed als Freunde betrachtet, und dann ist Geld sicherlich nicht das Problem, das in schwarze Konten zu kriegen. Ja, wenn man gleichzeitig sieht, dass eigentlich Staatsschulden ins Unermessliche steigen und nicht mehr zurückgezahlt werden können. Und dann kommt einem schon das Gefühl, so dass das System weiß, dass es dort ein Reset gibt und dass Schulden nicht zurückgezahlt werden müssen. So, das nächste, wenn ich jetzt erstmal die Kohle habe, dann das nächste ist erstmal ganz wichtig, die Kontrolle über die Massenmedien. Ja. Und Massenmedien heißt ja nicht nur, dass das, was die Allgemeinheit konsumiert, sondern das geht auch in den Bereich halt der alternativen Medien. Da würde ich mir natürlich auch sehr viel Mühe geben, mit viel Geld Influencern die Leute beschäftigt zu halten, mit neuen Theorien und immer weitere Abspaltungen zu schaffen, ja, neue Narrative zu kreieren, dass es nie zu so einem kritischen Masse kommt, wo Leute sich einig sind, auch in den Alternativen nicht. So, das wäre Nummer 2, ohne da tiefer drauf einzugehen. So, der nächste Schritt ist das, was ich machen würde, wäre natürlich sowas wie Überlebensinseln zu schaffen. In dem Falle wären das Dumps, also Untergrundbasen, Deep Underground Military Bases oder Bunkers. So, und das ist allein ein Riesenthema, wenn man sich damit beschäftigt, was es da für Evidenzien gibt, wie das in Nordamerika, was die Russen gemacht haben, ja, massive Anlagen zu schaffen. Schon in den 90er Jahren fing das an. Phil Schneider ist da der wichtigste Grundzeuge, weil das jemand war, der direkt verantwortlich war für die Umsetzung und irgendwann dazu ausgepackt hat. Und diese Dumps sind sozusagen wie Samen, in dem Technik und alles reingepackt wird, Menschenmaterial, um eine gewisse Zeit zu überbrücken. Ja, und dann möglichst, wenn oben sich der Rauch gelichtet hat, dann sozusagen eine Smart City daraus hervorkommen zu lassen. Und diese Taktik ist auch nicht neu. Also wenn man in die alte Welt hineinschaut, dann findet man allein um Göbekli Tepe verschiedene Untergrund, uralte, heute würde man sagen Dumps, aber es sind eigentlich Städte unter der Erde mit vielen Etagen, sehr ausgeklügelt mit Luft- und Wasserversorgung, also wo wirklich Menschen über sehr lange Zeit im Untergrund sein konnten. Und ja, Professor Kusch ist, sagen wir mal, die Autorität auf dem deutschen Gebiet, was die Dokumentation solcher Untergrundanlagen im europäischen Kontext, aber auch im asiatischen Kontext zum Beispiel. Ja, und wenn man da sich reinschaut, er sagt ja selber von seinen Büchern, er hat da nur 40% wirklich ausgepackt, weil alles andere, die Bücher sind so schon unglaublich. Ja, aber er sagt, er hat sich da noch zusammengerissen, in vielen Interviews bestätigt er, ich konnte nicht alles schreiben, weil das hätten mir die Leute nicht geglaubt. Und dabei ist er ein sehr sachlicher Typ. Ja, was so die Dokumentation und auch die Technologie, die offensichtlich in diesem Untergrund, geheimnisvolle Unterwelt Europas, ist, glaube ich, eins seiner Bücher. Ne? Also da, das findet man weltweit, dass alte Hochkulturen, und er datiert ja manche von diesen Anlagen auf 30.000 Jahre, wenn man es glauben möchte. Das ist offensichtlich eine alte Taktik, und die fahren wir heute wieder. Ja, so, also diese Dumps zu bauen, das kostet richtig Geld. Ja, also da geht ein großer Teil ab. Und jetzt kommen wir mal auf die Sachen. Jetzt haben wir, sagen wir mal, die Medien halbwegs unter Kontrolle, dass wir Auffälligkeiten irgendwie verschwammisieren können. Das Wort gibt es natürlich nicht, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Ja. So,
dass das nicht direkt so ins Auge fällt, was da passiert, dass da möglichst immer ein anderes Alternativ kommt und dass auch, sagen wir mal, das horrende Einsammeln von Geld möglichst mit Raffgier Einzelner wegdiskutiert wird, aber da kein Schema zu erkennen sein soll. So, jetzt kommen wir zu den Ereignissen seit 2020. Ja, das ist natürlich ein schwieriges Thema, auch schwierig jetzt auf YouTube zu sagen, aber ich formuliere das mal ganz vorsichtig. Ich bin jetzt mal der Wissenschaftler, der dafür verantwortlich ist, der es rausgefunden hat und sagt, okay, wir haben jetzt die Kohle, Jungs, ihr habt das hier mit dem Narrativ gut unter Kontrolle, in den Alternativen wie in den Massenmedien, dass alle sich das Maul zerreißen um alle möglichen Themen, ja, und sich in nichts einig sind, aber keiner in der Lage ist, einen Schritt zurück, oder nur die wenigsten in der Lage sind, einen Schritt zurück zu gehen und das größere Bild zu erkennen. Ihr macht das, so, ihr baut die Bunker, ja, wir brauchen natürlich da noch die richtigen Leute, wir brauchen natürlich Material, ja, und Material in großen Mengen vom Weltmarkt abzuschöpfen, zum Beispiel Halbleiter, Mikrochips, Baumaterialien, das sind ja so Dinge, die in der Krise knapp geworden sind. Ja, man sagt, okay, C war schuld. Wäre nicht eine Krise und auch plötzlich wären diese Engpässe aufgetreten, dann hätten sich so gewisse Hobbybroker gefragt, ja, wir kennen doch den Verbrauch, wir kennen die Herstellung, wo kommen die Diskrepanzen her? Da hätten sie zu viele Fragen aufgestellt. Aber in der Krise kann man natürlich auch wunderbar zum Beispiel verschleiern, dass größere Mengen von Produkten, die wir für einen kontrollierten Wiederaufbau brauchen, dass die vom Weltmarkt verschwinden. Das ist mal eine Sache. Ja, aber das ist ja, die C-Nummer war ja, ist ja wie ein Schweizer Taschenmesser, habe ich das beschrieben. Ja, das kann man in vielerlei Hinsicht. Man kann da auch neue Gesellschaftskonzepte schon mal antesten. Ja, in China hat man mal hier ein bisschen angetestet. Bei uns hat man auch mal geschaut, wie weit man Menschen, man kann Notstandsgesetze erlassen. Ja, dass wenn eine richtige Krise kommt, und da wurden Gesetze erlassen in den USA, natürlich unter Deckmantel C, aber diese sind so weitreichend, dass auch in jedem anderen Katastrophenfall sofort geregelt ist, welche militärischen Institutionen, also die Amerikaner haben noch viel mehr als wir, ja, von FEMA bis verschiedene militärische Einheiten, wie die eingesetzt werden und Kompetenzen haben im Fall X. Das wurde alles geregelt. Aber der wichtigste Aspekt ist natürlich, der auch mit dem Pixi zusammenhängt. Ja, und jetzt nochmal zurück. Ich bin derjenige, der Entscheidungen treffen muss. Und dann kommen da Wissenschaftler und hochmoderne AI-gestützte Programme, die mir Empfehlungen und Simulationen machen, wie man am besten einen kontrollierten Übergang machen möchte. Und dann spuckt das Gerät mit 98%iger Sicherheit aus, dass es extrem, extrem Sinn ergibt, wenn man vor dem natürlichen Kataklysmus die Weltbevölkerung und auch speziell das Militär runter reduziert. Ja, weil zu viele Menschen weniger zu kontrollieren sind in einer Ausnahmesituation als weniger Menschen. Dann hat man auch mehr, sagen wir mal, Einlagerungsmaterial für diejenigen. Also man kann so eine schwierige Situation besser manövrieren, wenn man weniger Leute hat. Ja, und dass da ein gewisser Intention der Bevölkerungsreduktion hintersteckt, das ist, glaube ich, kaum noch zu. Das natürlich auch versucht man es auch hier wieder natürlich zu kaschieren durch Gewinnlust gewisser Pharmaindustrie und dass man da über Leichen geht und Dinge nicht richtig testet. Eine beinhaltet das andere, würde ich sagen. Ja, ich gehe davon aus, dass das, was immer da verabreicht wurde, lange vorher getestet wurde und bereits gebraut wurde. Man hat die Firmen nur gesagt, hier, ihr könnt, wir haben das schon militärisch, wir haben da schon das richtige Zeug und das ist gut und verbraut das mal und verabreicht das mal. So, aber und das, was da verabreicht wurde, dass die eine Dimension ist die sehr oft diskutiert wird. Das ist so Dinge wie der ADE-Effekt oder dass das nicht unbedingt
so wertvoll für das Immunsystem. Das ist ja auch keine neue Erfindung im Kontext dieser Verabreichung. Aber was meines Erachtens wesentlich signifikanter ist, ist die Nanotechnologie, die dort drin verbaut wurde. Und da sehe ich durchaus sowas wie eine Art Bio-Schnittstelle, also eine Schnittstelle, die man über elektromagnetische Frequenzen ansteuern kann. So wird es halt auch beschrieben, ja, diese Hydrogel-Technologie in den Patenten, dass man da eben zum Beispiel über Frequenzen etwas ansteuern kann. Das gibt ein Regelsteuerwerk im Körper, wie man zum Beispiel endokrinologische Prozesse verändern kann. Ja, also sprich Hormonausschüttung und solche Sachen. Ja, so. Und da haben wir eigentlich nichts anderes, was man als etwas interpretieren könnte, was so zu einer Art Fernzünder ist. Ja, wo man eben gewisse Effekte, ja, dass das, was wir jetzt gerade sehen, gewisse Übersterblichkeitseffekte und so weiter, ob die überhaupt gewollt sind, das möchte ich, dass das tatsächlich ungewünschte Nebeneffekte sind, sondern dass es eigentlich primär darum geht, sozusagen so eine Art Fernzünder zu haben, den man dann einsetzen kann, wenn es nötig ist, sozusagen vor dem Kataklysmus die Bevölkerung runterzudrücken. Und die Argumentation dafür ist natürlich schwierig, die lässt sich natürlich mit einer emotionalen oder ethischen Denkweise überhaupt nicht vereinbaren, das ist mir schon klar. Aber aus so einer kalten militärischen Denkweise oder der Denkweise einer AI, die sagt, okay, könnte ja schon fast sagen, aus einer reptiloiden Denkweise. Nein, natürlich aus dem Reptilienhirn zumindest. Ja. Ja. Ja, da ergibt es schon Sinn. Ja, man braucht ja momentan auch ganz viel Militär, man braucht den Konflikt, alle Seiten brauchen den, ja, weil alle Seiten argumentieren müssen, warum sie mehr Geld ins Militär stecken. Vorbereitung fürs Militär sind auch immer Vorbereitung für jeden anderen Ernstfall. Ja, wird ja nicht nur Geld in Panzer und Flugzeuge gesteckt, da gibt's ja auch, wird EPA eingelagert, ja, oder Bunker gebaut und so weiter für den möglichen Atomkrieg, aber das ist gar nicht das Ziel des Systems. Sie wollen nicht die Welt mit Atomen platt machen. Sie wollen einen konventionellen Krieg offensichtlich, um auch das Militär wieder loszuwerden, weil das Militär, man kann nicht das ganze Militär in Bunker einlagern. Ja, die brauchen Ingenieure, um eine neue Welt aufzubauen, aber keine Kämpfer mehr. So, und natürlich ist das Einfachste, aber man braucht jetzt den Konflikt, um das Geld, was man investiert, rechtfertigen zu können. Ja, gerade bei westlichen Demokratien, da kannst du in einer friedlichen Situation nicht argumentieren, warum du jetzt 10% Aufschlag auf dem Wehrhaushalt machst. So, und man braucht den Konflikt, aber spätestens, wenn der große Knall kommt, dann braucht man das Militär nicht mehr. Im Gegenteil, die würden gefährlich werden, weil die eventuell anfangen, dann ihre Loyalität zu hinterfragen gegenüber den Verbunkerten. Und zu sagen, okay, wir möchten gerne auch was vom, oder wir machen jetzt unsere eigene Ordnung nach dem Chaos. So, und um dann kontrollierten Wiederaufbau zu machen, nach Simulation, nach sehr, ich vermute, sehr, sehr, sehr extravaganten und viel Rechenpower fressenden Simulationen der Situation, kommt da so eine AI recht schnell zu der Auffassung, okay, also eine Reduktion ergibt Sinn. Also bitte macht das, das steigert unsere Wahrscheinlichkeiten, dass wir einen kontrollierten Übergang und einen kontrollierten Wiederaufbau schaffen. So, und dann bist du als, sagen wir mal, Verantwortlicher gefragt, nee, das kann ich mit meinem Gewissen jetzt hier nicht vereinbaren, nur gut, du bist da raus. Ja, okay. Ja, und dann kommt ein anderer General, der es gewöhnt ist, da oder aus gewissen militärischen Erfahrungen gewohnt ist, da eine Kompanie zu irgendeiner Brücke zu schicken, wo er weiß, da kommt kein Mensch zurück. Ja, die sollen die noch halten, aber eigentlich sollen sie nur den Vormarsch der Gegner verzögern, damit sich der Rest der Truppe da formieren kann. Und er sagt, du, da habe ich gar kein Problem mit hier ein paar von den Jungs da zu opfern. So, und bitte die Wahrscheinlichkeiten steigern um so und so viel Prozent. Na klar, dann ziehen wir das durch. So, also ich habe das natürlich etwas komplexer noch erklärt im Buch. Aber ich denke, wenn man den Gesamtkontext einmal verstanden hat, dann fällt es einem auch bei starker ethischen Einstellung, die man vielleicht persönlich hat,
kann man vielleicht trotzdem reproduzieren, warum einige so denken oder warum, sagen wir mal, ein kaltes, militärisch denkendes System solche radikalen und ethisch schwer argumentierbaren Schritte in Erwägung zieht und die offensichtlich auch eiskalt durchdrückt. Christian, ich danke dir für diese Einblicke in dein Buch, in dein Denken, in deine Gedankenwelt sozusagen. Und ja, war ein schönes Gespräch, war super interessant. Liebe Leute, ich mache nochmal Werbung. Also das gute Stück ist im Osiris Verlag erhältlich. Link ist unten. Ist wirklich sehr interessant. Und ich mag das ja, dass du, man könnte natürlich sagen, ist alles sehr spekulativ, aber das ist ja erlaubt. Ja, es steht ja nirgendwo geschrieben, dass du als Mensch nicht spekulativ denken darfst. Und schaut man jetzt aber in die Ereignisse der letzten Jahre und diese Groß-Events, C und 9-11 und so weiter, da hat man ja schon so ein paar Bausteine oder Puzzleteile. Und wenn man die zusammenlegt, ergibt sich schon auch ein Bild, was zu solchen Spekulationen einlädt und was es auch notwendig macht, mal in solche Richtungen eben zu denken. Was die Zukunft... Eine Sache noch, natürlich in der Kürze des Interviews könnte es natürlich so den Eindruck bekommen, dass ich mir das alles so aus den Fingern gesogen habe. Aber für all diese scheinbar spekulativen Punkte gibt es durchaus eben auch gewisse Indizien oder teilweise sogar Beweise, dass die Dinge halt so, also sagen wir mal den Plan, was wir jetzt gerade zuletzt diskutiert haben, das wurde bereits 2005 diskutiert und 2010 zum ersten Mal in die Öffentlichkeit gebracht von Whistleblowern. Es ist nicht so, dass ich mir das persönlich ausgedacht habe, sondern ich musste auch in meinem persönlichen Prozess, seit ich 2002 das erste Mal mit der Nase reingestupst wurde, hat es für mich tatsächlich fast 20 Jahre gebraucht, das auch einzusehen. Dass es da gewisse, ja, und da kamen immer wieder Quellen und Indizien auf mich zu. Es ist nicht so, dass ich mir das da so spekulativ mir mal eben so ausgedacht. Ich glaube, der Eindruck ist jetzt auch nicht entstanden. Es ist ja klar, in der Kürze so eines Interviews kannst du jetzt nicht alle deine Quellen noch hier angeben. Deshalb hast du ja auch ein Buch geschrieben und betreibst eine Webseite. Und ich glaube, das ist klar. Aber natürlich, so, wenn man jetzt solche Gedanken über das große Ganze anstellt, ist das irgendwo spekulativ, natürlich dann auch Fakten gebunden. Aber ich wollte es ja eigentlich hervorheben, dass genau das erlaubt ist und auch notwendig ist und wo man dann ja von Seiten des Mainstreams schnell so diesen Vorwurf kriegt, da bist du ja ein Verschwörungstheoretiker, ein Spinner, Aluhutträger, Schwurbler. Ich sag das spaßeshalber, nenne ich uns dann mal so, weil ich damit spiele mit diesen Begriffen. Aber natürlich sind wir es nicht, sondern wir sind einfach nur Menschen, die denken. Und Denken ist erlaubt und es darf zu verschiedenen Ergebnissen kommen. Was am Ende die Wahrheit ist, werden die Ereignisse zeigen. Aber wenn man sich selbst schon im Vorwege Schranken setzt und sich Denkverboten aussetzt, die dann auch noch von Machtstrukturen kommen, dann hat man selber Schuld, wenn man unmündig ist. Und wie hat Immanuel Kant so schön gesagt, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das sollte auch irgendwie unser Credo sein. Und das hast du getan. Und das ist interessant, dass du es hier präsentiert hast. Also vielen lieben Dank für das tolle Gespräch, für deine Zeit. Gerne, danke für die Einladung. Und wie gesagt, das muss nicht die letzte Wahrheit sein, was ich hier als Hypothese letztendlich formuliert habe. Ich rufe letztendlich jeden dazu auf, sich die Daten selber anzuschauen, meine Argumentation nachzuvollziehen. Und wenn jemand da ganz klar erkennen kann, dass ich da an irgendeiner Ecke falsch abgebogen bin, dann bin ich da auch immer offen für ein Gespräch und habe da Telegram-Kanäle, wo man mich auch persönlich anfragen kann, hey, ich glaube an der Stelle nicht, oder kannst du mir das und das nochmal erklären? Ja, also ich bin da für einen Dialog auch immer offen. Und ja, und ich danke dir, dass ich das grob mal vortragen konnte und vielleicht ein bisschen sensibilisieren kann, dass es da eventuell noch einen anderen Blickwinkel auf die kollektiven Ereignisse gibt. In dem Sinne, liebe Leute, ciao und bis bald.